10 Minuten Quali, 2x 18 Minuten Rennen. Wir starten dann direkt aus der Boxengasse mit Qualifying. Dazu lassen wir einen nach dem anderen mit jeweils einem hohen Abstand zum Hintermann direkt auf die Strecke raus. Und das Qualifying ist somit böse geschlossen und von hinten jetzt rauskommen, was man sieht, und hat sich das in den Unterleib gerammt. Also nur um aufzuzeigen, was da für Kräfte herrschen. Wie gesagt, keine Angst, das passiert nicht mehr. Wenn es ein bisschen ruppiger wird zwischen 2-3 Karts beim Überholen oder was auch immer, gebe ich mit diesem Zeichen einen Hinweis, bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja. Sollte das aber unbedingt sein, wenn man einfach. Ich habe gesagt, jetzt Positionskampf 1, 2, 3. Es gibt sich dann Dreikampf an der Spitze, es geht nicht von ganz Leuten nach dem Zeitpunkt kein Überholen. Sobald es geht, wenn ich da hinstelle, der bleibt ganz gut bitten auf der Plastikbande draußen. Ja. Wenn es wirklich parallel an der Bande kleben bleibt, sozusagen, ja, ganz weglenken von der Bande, Vollgas geben, wenn das nicht reicht, den Körper so nach vorne binden, dann zwingt sich in der Regel wieder weg von der Bande. Wie gesagt, zum Glück fallen, das ist genug Platz zum Auslenken und weiterfahren. Wichtig dabei beachten, dass eure Füße nicht auf der Bremse oder am Gaspedal stehen, sonst wird sich das Ding nur nicht bewegen. Ja. Aber infolgedessen, wenn der Körper nach vorne geht, gehen auch unbewusst die Beine mit, deswegen sage ich dazu, Beine weg von den Pedalen, die Räder gerade, mit beiden Händen auf die Vorderräder, also mit keiner Hand. Jetzt geht's los, ja.